Im August und November 2001 fordern tragische Flugzeugabstürze prominente Todesopfer. Fans und die Musikwelt stehen unter Schock. Das fand ich sehr, sehr tragisch. Vor allem, es war einfach auch diese geballte Geschichte, dass also mehrere erfolgreiche Künstler ins Leben kommen. Alaya verunglückt im August bei einem Flugzeugabsturz auf den Bahamas. Die 21-jährige Sängerin, Schauspielerin und Ex-Frau von R. Kelly ist wegen eines Videodrehs dort. Das war unglaublich. Auf dem Rückflug war der Pilot angetrunken und ist gecrashed und alle tot. 3 Monate später stürzt eine Maschine der Crossair beim Landeanflug auf Zürich ab. 24 Menschen sterben, darunter die Solokünstlerin Melanie Thornton und 2 Mitglieder der Band Passion Fruit. Das waren auch wunderbare Stimmen und so junge, schöne Frauen, und das hat einen doch schon sehr berührt. Das sind so Dinge, die begreift man gar nicht so schnell. Also die fehlen auf jeden Fall sehr in den Charts. Memories are made.